gucken, ob ich noch jemanden gesehen. Hey! Ein Marktbesucher. Einen guten Tag wünsche ich. Stört es dich, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Ah, wenn das nicht der Fuchs ist, der den Jahrmarkt beendet und mir den Ausflug verdorben hat. Stört es mich, wenn du mir ein paar Fragen stellst? Natürlich nicht. Du kannst meine ganze Zeit vergeuden, wenn du möchtest. Oh, ich glaube, der ist sehr, sehr gut gelaunt. Und jetzt sind wir erst einmal direkt ganz nice und fragen ihn mal, wo er letzte Nacht war. Würdest du mir sagen, was ich während der Tatzeit gemacht habe? Natürlich, ich habe einen anderen Marktbesucher vor den Kopf gestoßen. Du hast ihn versetzt. Ich sagte nicht, dass ich ihn versetzt habe. Ich sagte, ich habe ihn vor den Kopf gestoßen. Okay. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich auf dieser Seite vom Monitor sitze. Ich glaube nämlich, dass der gute Witter hier leicht Lust hätte, mir eine Kopfnuss zu verpassen. Und ich glaube, das wird auch für meinen Kopf nicht sonderlich gut ausgehen. Ja, wer könnte denn die Kugel gestohlen haben? Wer glaubst du, könnte die Kugel gestohlen haben? Ich glaube, es waren die Ratten. Nein, nein, wenn ich so darüber nachdenke, waren es wohl eher die Bären. Es könnten aber auch die Hunde gewesen sein. Ich meine jedoch, dass es einer dieser schlauen Füchse war. Alles deutet auf die Füchse hin und auf einen ganz besonders. Und ich habe keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Du vielleicht? Ich glaube, der mag uns nicht. Ock, kannst du nicht mal irgendwas sagen? Mann. Ach, warum sollte jemand die Kugel jetzt stehlen? Hast du eine Idee, warum jemand die Kugel gestohlen haben könnte? Etwas, das uns das Wetter vorhersagt und die Jahreszeiten ankündigt. Etwas, das für unsere agrikulturelle Existenz sehr wichtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, warum jemand das alte Ding stehlen wollte. Vielleicht, um es an eine Kette um den Hals zu hängen. Was glaubst du? Tja, vielleicht weiß er ja was über die Kugel. Obwohl ich mir das bei dem Typ da überhaupt nicht vorstellen kann. Was weißt du über diese Kugel? Nur zwei Dinge. Erstens, sie ist rund, daher der Name. Zweitens, der Diebstahl dieser Kugel hat meinen ganzen Ausflug auf diesen Jahrmarkt ruiniert. Das ist alles, was ich darüber weiß und das ist auch alles, was ich darüber wissen will. Okay, wir haben's ja gleich. Immer cool bleiben. Vielleicht kann uns hier noch einen Rat für unsere Suche geben, wobei ich davon eher weniger ausgehe, aber mal gucken. Kannst du mir einen Rat für die Suche nach der fehlenden Kugel geben? Ja, das kann ich. Ich würde vorschlagen, dass du den längsten und schwierigsten Weg nimmst. Vergiss nicht, hin und wieder anzuhalten, um dir einen großen Stein vor den Kopf zu schlagen. Vergrabe dein Gesicht in einem Ameisenhügel, wann immer du Gelegenheit dazu hast. Und wenn du auch wieder treffen solltest, die auf Urlaub sind, vergiss nicht, dir die Zeit zu nehmen, ihnen den Urlaub völlig zu verderben. Okay, ich glaube, der ist wirklich ganz mies drauf. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Ich danke für... Lebe wohl, junger Fuchs. Wenn wir uns niemals wiedersehen sollten, dann wäre selbst das noch zu bald. Boah, was für ein Typ. Wow, was für ein Dickkopf. Ein Widder, vor den Kopf gestoßen. Dickkopf, das ist gut. Wie auch immer. So... Hier irgendwo lief da noch die ganze Zeit so eine kleine Ratte in Blau gekleidet herum. Die sollten wir vielleicht auch mal noch befragen. Ah, da ist sie ja. Sieht ja schon sehr lustig aus. Einen schönen Tag wünsche ich. Gezwungen, meine Sachen zu packen und zu gehen, bevor meine Waren verkauft sind? Das ist kein schöner Tag. Aha. Okay, da haben wir jetzt den klassischen Händler. Dann fragen wir mal, wo er die letzte Nacht war. Von uns auch noch Geld dafür haben möchte, wie der gute Otter und unser lieber Ock dann wieder auf die Idee kommen muss, ihm, ja, leicht zu bedrohen. Würdest du mir freundlicherweise sagen, wo du gestern Abend warst? Ich habe an meinem Stand gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bin ein Händler. Wo sollte ich sonst gewesen sein? Ja, was weiß denn ich? Was verkauft er denn? Und was verkaufst du hier? Ich verkaufe Bücher. Aha. Aber wer meint der denn... Hast du eine Ahnung, wer einen Grund hätte, die Sturmkugel zu stehlen? Die Kugel ist für viele Stämme wertvoll. Es hätte jeder hier sein können. Und es hätte keiner hier sein können. Toll. Und warum sollte jemand die Kugel stehlen? Warum sollte jemand die Kugel stehlen? Die Kugel ist sehr wertvoll. Sie ist für viele Stämme nützlich.
Wie würdest du sie benutzen? Ich bin Händler. Wenn ich eine solche Kugel hätte, würde ich sie gegen das höchste Gebot verkaufen. Dann würde ich mich zur Ruhe setzen und den Rest meiner Tage im Luxus leben. Okay, okay. Was weiß er? Was weißt du über die Kugel? Ich weiß nur, dass sie aus den alten Zeiten stammt, als es noch Menschen gab. Weder weiß ich, wie sie hergestellt wurde, noch wie sie ihre großen Kräfte erhielt. Quietsch, quietsch. Die Ratten haben nur so tolle Stimmen. Ja, mal schauen, was uns für einen Rat für unsere Suche gibt. Kannst du mir einen Rat für meine Suche geben? Vertraue niemandem! Nicht einmal deinen Reisegefährten! Schlaf mit einem offenen Auge! Schau immer hinter dich und solltest du die Kugel finden, dann versuche sie so schnell wie möglich loszuwerden. Oder sie wird für dich zu einem lebenslangen Fluch. Na dann haben wir jetzt hier den Händler auch mal abgehakt. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für deine Zeit, guter Mann. Du warst sehr hilfreich. Gehen wir mal weiter. Mal schauen, ob wir noch jemanden hier finden. Irgendwo. Ah, da ist da noch jemand. Auch noch ein Händler. Entschuldige mich, gute Frau, doch meine Gefährten und ich suchen nach der Sturmkugel. Die Kugel? Fahre fort. Ja, dann gehen wir da auch nochmal alles durch. So, wo war denn die gute Frau letzte Nacht? Sind ihr... Vielleicht könntest du uns erzählen, wo du gestern Abend warst. Ich war in meinem Wagen und habe meine Skulpturen für den Verkauf vorbereitet. Sie sind sehr schön, nicht wahr? Gibt es jemanden, der das bestätigen kann? Ich fürchte nicht. Vom frühen gestrigen Abend bis heute Morgen hat mich niemand gesehen. Aha, was wir denn da wohl gemacht haben? Weißt du, wer die Kugel gestohlen haben könnte? Jemand, der sehr gerissen ist. Die Kugel war sehr schwer bewacht. Wenn sie also jemand gestohlen hat, dann ist es jemand, der sehr schlau ist. Oder jemand, den die Wachen nicht verdächtigen. Aha, aha. Gehen wir einfach mal weiter im Text. Was würdest du mit solch einer Kugel machen, wenn du sie hättest? Ich würde sie versteckt halten, herausfinden, wie sie funktioniert. Was für eine wunderbare Arbeit. Welch Geschick ist dafür nötig? So, und weiter geht es nochmal. Wir haben es ja gleich. Was weißt du über die Kugel? Ich weiß, dass sie die Geheimnisse der Natur in sich trägt. Aber ich begreife nicht, wie sie funktioniert. Es ist mein größter Wunsch, sie einmal zu öffnen und hineinzuschauen. Vielleicht eines Tages... Ja, aber dafür muss die Kugel erstmal wieder her. Aber so weit denkt die anscheinend überhaupt gar nicht. Naja, was soll's? Dann schauen wir mal, was für einen Rat sie uns noch gibt. Kannst du uns für unsere Suche einen Rat geben? Bei der Suche kann ich euch nicht helfen. Aber wenn ihr sie gefunden habt, würde ich euch raten, alles darüber zu lernen, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Dann kommt mit dem Wissen zu mir und ich versuche, eine weitere herzustellen. Wir könnten sehr reich damit werden. Ach, hey, nee. Dass die alle nur reich werden wollen, das ist ja schlimm. Naja, gehen wir mal. Vielen Dank für deine Zeit. Ich muss jetzt gehen. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich werde eure Rückkehr erwarten. Ja, ja, und dann reich werden, weil wir die Kugel gefunden haben. Das ist wieder mal typisch. Bloß nichts selber machen. Und die Drecksarbeit anderen überlassen. So, dann schauen wir mal weiter. Die Tür sieht gut aus. Schauen wir mal rein. Und da haben wir wieder denselben Raum, den wir vorhin schon einmal gesehen haben. Wir mal wieder da raus. So, und den Jahrmarkt haben wir jetzt fast sogar schon hinter uns. Ja, da geht es nicht lang. Mal schauen, können wir hier durch? Können wir hier durch? Ja, Glück gehabt. Ich habe eben schon gedacht, wir müssen jetzt wieder komplett drumherum laufen. Die Musik fängt so langsam aber sicher an zu nerven. Oh, guck mal, wir haben mal da noch einen Marktbesucher. Entschuldige mich, gute Frau, dürfte ich dich einen Moment mit ein paar Fragen belästigen? Oh, schon gut. Frag nur. Aber mach es kurz. Die scheint auch leicht genervt zu sein. Dann schau mal, wo sie letzte Nacht war. Wo warst du gestern nach Einbruch der Dunkelheit? Wo ich war und was ich tat, ist nichts, was du wissen müsstest. Okay, das macht die gute Dame nicht gerade unverdächtig. Aber vielleicht weiß sie ja ein bisschen mehr. Fragen wir einfach mal weiter. Hast du irgendwelche Vermutungen, wer die Sturmkugel gestohlen haben könnte? Es gibt hier genug Leute, die das getan haben könnten. Ich würde hier niemanden ausschließen. Und warum sollte jemand die Kugel klauen? Könntest du dir vorstellen, warum jemand die Kugel stiehlt?
Die Leute sind böse. Sie sind schlichtweg böse. Sobald du etwas Schönes bekommst, taucht jemand auf und stiehlt es dir. Das war schon immer so und so wird es immer bleiben. Ach, Hayemini, was für eine Pessimistin. Nun schauen wir mal, was ich noch über die Kugel weiß. Hast du irgendwelche Informationen über die gestohlene Kugel? Nun, sehe ich aus wie jemand, der Informationen über eine dieser dummen Kugeln hat? Es scheint, dass die Leute so viel Wert auf diese Kugeln legen, dass sie vergessen haben, die Dinge selber zu machen. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt noch der Rat und dann haben wir das auch schon mal geschafft. Welchen Rat würdest du mir für die Suche nach der Kugel geben? Der einzige Rat, den ich dir geben kann, lautet, keinen Rat anzunehmen. Sie wissen nicht, wovon sie reden. Sie versuchen, dich zu bestehlen oder zu betrügen. Oder nehmen sich, was immer du hast. Leute sind ebenso. Danke, gute Frau. Ach, Herr Jemine, was für eine Schwarzseherin. Nun, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Weisheit, gute Frau. Es war wahrlich ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Nun, Dankeschön, junger Mann. Es war auch schön, mit dir zu reden. So ein höflicher junger Mann. Viel Glück für dich und deine Freunde. Und sei vorsichtig. Es gibt so viel Bosheit dort draußen, weißt du? Oh ja, leb wohl. Ich find's auch witzig, wie die beiden hier dann so schön ineinander stehen, dass man die eigentlich gar nicht mehr so gescheit voneinander unterscheiden kann. Vielleicht heißt es so auch Eok. Wer weiß. Ja, ich weiß, der war flach. Aber hier ist noch ein Zelt, wo wir rein können und dann sind wir mit dem Marktplatz auch endgültig fertig. Und das ist ein Geldwechsler. Schauen wir mal, was der... Na, nein, nein. Ah, ich will da rein. So. Jetzt aber. Guten Tag. Mein lieber Maulwurf. Ich frage mich, ob ich vielleicht etwas tauschen könnte. Was möchtest du? Ja, fragen wir erstmal nach der Kugel. Wir brauchen Informationen. Wir untersuchen das Verschwinden der Sturmkugel. So. Dann seid ihr also diejenigen, die den Jahrmarkt ruiniert haben. Haut ab, ich habe euch nichts zu sagen. Dann weißt du also nichts über das Verschwinden der Kugel. Ich weiß von gar nichts. Nun lass mich in Ruhe. Fragen wir doch nochmal nach der Kugel. Erzähle uns, was du über die Kugel weißt. Ich sagte doch, dass ich nichts weiß. Nun verschwindet. Na gut. Gehen wir einfach mal wieder weiter im Text. Man merkt schon, der Dialog hier läuft ein kleines bisschen anders als die anderen. Also diese Standardfragengeschichten haben wir jetzt auch endgültig alle abgehakt. Haben in letzter Zeit größere Mengen Geld den Besitzer gewechselt? Nein, und wenn es so wäre, dann würde ich es euch nicht sagen. Alles außerhalb meines Zeltes interessiert mich nicht. Und da hier kein Geld verschoben wird, bitte ich euch zu gehen. Adieu. Ach, Herr Jemine. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Beschuldigen wir ihn einfach mal, dass er es war. Dann waren wir es nicht. Ich sehe schon, das müssen wir anders angehen. Es sieht so aus, als ob von allen Leuten auf dem Jahrmarkt... du derjenige bist, der am meisten am Verschwinden der Kugel verdienen würde. Ich? Was würde ich verdienen? So eine wertvolle Sache würde sicherlich einen guten Preis bringen. Und ein Geldwechsler wäre der Erste, den ein Dieb aufsuchen würde, um sie zu veräußern. Sag uns, was du weißt, oder wir übergeben dich dem König. Ihr könnt gar nichts machen. Ihr habt keine Indizien, ihr habt keine Beweise. Alles, was ihr habt, sind wilde Anschuldigungen. Nun geht, ihr verschwendet meine Zeit. Na, wenigstens ist er ein kleines bisschen freundlicher geworden. Aber wir fragen ihn jetzt nochmal um Rat. Wir haben nur sehr wenig Geld. Kannst du uns helfen? Das hängt davon ab, was ihr an Wertgegenständen habt. Nichts. Außer meiner Silbermedaille. Ah, Silber. Ich gebe dir 20 Goldstücke dafür. Meine Medaille ist nicht verkäuflich. Mehr als 20 Goldstücke kann ich dir nicht geben. Nimm sie oder lass es sein. Du verstehst nicht. Eine Freundin sagte mir, dass ich stolz auf diese Medaille sein solle. Ich trage sie für sie.
Nun gut, mein sentimentaler junger Freund. Tja, ich glaube, wir sollten die Medaille lieber noch ein bisschen behalten. Nun gut, auf Wiedersehen. Und kommt bloß nicht wieder. Weil ich jetzt immer noch mich frage, ist es eine Freundin oder ist es seine Freundin? Das kommt irgendwie, ja, es ist zwar schon recht eindeutig, aber ich glaube, er sieht es nicht ganz so. So, und juhu, ihr dürft euch freuen, wir verlassen endlich diesen Ort. Und diese elendige Musik, die so langsam und sicher wirklich einem auf den Keks geht. Und begeben uns auf die Weltkarte. Und mehr als diese Karte können wir im Moment auch noch nicht bereisen, da wir im Moment noch im ersten Teil des Spieles sind. Aber das wird sich dann im Laufe des Spieles soweit dann noch ändern. Und ich denke, das ist jetzt auch ein recht guter Zeitpunkt, um einfach mal die Aufnahme zu unterbrechen, um mal zu schauen, wie ist das die ganze Aufnahme gelaufen ist, das alles mal zu rendern und die ersten paar Folgen mal online zu stellen. Insofern sage ich dann ciao und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!